Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Folge 80 mit einem weiteren Unboxing-Video für euch, beziehungsweise ein Special-Unboxing-Video, denn ich habe mich heute gleich mehrere jetzt auf einmal vorzustellen, denn ich habe vor vielen, vielen Monaten euch mal Charles Bronson, ein Mann sieht rot, vorgestellt in diesem schönen, naja, schönen Studio-Channel Mediabook, was ja wirklich sehr klein und dünn ist. Und jetzt hat NSM auch noch die restlichen Teile auch noch in schönen Mediabooks veröffentlicht, 2, 3, 4 und 5. Aber ihr werdet sehen, das hier ist natürlich eine Außenseite, denn es natürlich passt überhaupt nicht zu dieser NSM. Aber gut, ja, und das Paket bekam ich heute von meinem lieben Freund, vom Andi, vom Megastore Palast. Hat auch ein bisschen länger gedauert, diese Bestellung zu bekommen, da auch hier eben NSM ihm ein bisschen Probleme gemacht hat mit dem Liefern. Aber jetzt endlich habe ich sie in meinen Händen. Und wir machen einfach gleich mal auf, denn ich bin schon ganz nervös, diese schönen Teile zu bekommen. Denn da ist ja auch eben Deathwish 3 mit drin und ich liebe diesen Film, der ist mir richtig geil. Und das leuchtet mir jetzt schon entgegen. Ich muss das hochmachen hier. Wegen der Adresse, ne? Weil es rumklappt. Und Gummibärchen! Juhu! Ja! Und hier wieder ganz viel Füllmaterial dabei. Wahnsinn! Und hier auch nochmal 4 Schutzhüllen für jedes Mediabook. Ein eigenes. Sehr cool. Herzlichsten Dank. Und wir haben hier Deathwish 3. Aber nein, wir wollen erstmal mal 2 haben. Nämlich mit dem. Wir fangen mal an. Und dann haben wir hier noch 4 und 5 und die legen wir einfach mal erstmal auf Seite, denn wir machen natürlich erstmal eins nach anderen. Wie gesagt, habe ich euch schon gezeigt, könnt ihr hier oben mal angucken, das Unboxing wieder von diesem Teil. Wie gesagt, es ist halt wirklich, wirklich klein. Ja, wir fangen an mit Deathwish 2 und dann tun wir hier mal, haben wir geschafft. Ging ja mal richtig flott. Ja, und hier haben wir jetzt das Cover A von Deathwish 2. Ein Mann sieht rot, der Mann ohne Gnade. Und das Covermotiv ist eben Cover A. Ist nämlich auf 888 Stück. Und es gibt noch Cover B. Das ist auf, nämlich auf 777 Stück. Und Cover C auch ebenfalls auf 888 Stück. Und muss aber gestehen, mir gefällt einfach die Original-Kinoplakat einfach am besten. Die es auch schon als DVD-Cover gab und es gefällt mir einfach am besten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag diesen ganzen alten Retro-Look nicht so besonders gern und deswegen habe ich hier auch eben das Set hier zugeschlagen. Ja, ist ebenfalls von NSM, wie ich schon gesagt habe. Und was fällt euch auf? Es fehlt 1 cm von dem hier vom Studio Channel und natürlich echt sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Ja, okay, der Film geht auf Blu-ray 92 Minuten und auf DVD 88 Minuten und hat einiges an Extras dabei, und zwar Filmografien, ein Trailer, die DVD-Version, ein 20-seitiges Booklet mit Text von Nando Runa und Kevin Zinder. Ist natürlich ab 18 Jahren freigegeben und wisst ihr was, wir machen einfach mal dieses schöne Teil auf und gucken das mal genauer an. Und dann machen wir mal die Folie da sogar ab. Jawolski. Und so sieht es dann aus. Und wisst ihr was? Ich nehme gleich mal die andere Kamera und stelle sie euch mal hin. So, und jetzt haben wir hier eben Deathwish 2, ein Mann, der Mann ohne Gnade. Das schöne Covermotiv Cover A, richtig cool. Und das Blu-ray-Disc-Logo und hier das NSM-Logo. Und dann schlagen wir hier mal auf und hier sieht man schon mal die Blu-ray-Disc mit diesem schönen Blu-ray-Halbbogen. Und ein Hintergrundmotiv gibt es natürlich auch noch. Und hier eben Bronson Lose Again in Deathwish 2. When you murder a rape and rape. Ja, und hier geht es weiter. Beziehungen, ein Blick auf Deathwish 2 mit einzelnen Hintergrundinformationen über den Film und natürlich auch über den Bildern. Und natürlich auch einige heftige Szenen vom Film mit dabei, wie man hier sieht. Aber schaut richtig cool aus. Papier wird natürlich auch wieder sehr stark, also zumindest sehr stabil wieder. Also da kann fast nichts zerreißen.
wirklich sehr schön verarbeitet, auch wieder die Discs. Das mit der Book. Und dann hier die letzte Seite, eben Deathwish 2 nochmal. Und hier eben dann die DVD-Version mit einem anderen Motiv. Und hier nochmal ein Hintergrundbild, was wieder zusammenpasst. Sehr stark, sehr stark. Und hier dann eben nochmal die Inhaltsangabe von dem Film, was es da geht. Und hier Limitierungsnummer 108 von 888. Und hier die Laufzeit und die Extras. Ja, sehr schönes Mediabook. Hier das hat aber das Bein mit NSM, Deathwish 2, dem DVD und MGM und Blu-ray Logo. Und dann geht es hier weiter mit dem nächsten Mediabook. Das ist eben Cover Deathwish 2 gewesen. Und wir machen weiter mit Nummer 3. So, holen wir gleich mal her. Das sieht nämlich so aus. Ich hole sie da aus der Folie raus. Wird einiges eingewickelt. Sehr stark, sehr stark. Und hier eben Deathwish 3, der Rächer von New York. Wie ich persönlich finde, der coolste Deathwish-Teil. Wirklich, ich finde einen wirklich klasse. Und macht echt viel Spaß, diesen Film anzugucken. Wie er im Rachefeldzug gegen die Gangs vorgeht, das ist einfach geil, muss ich echt zugeben. Ja, ebenfalls ab 18 Jahren freigegeben. Auch hier eben Cover A-Motiv und das Cover B seht ihr hier, ebenfalls auf 777 Stück limitiert und Cover B auf 888, wie auch schon Cover A. Der Film geht auf Blu-ray 91 Minuten und auf DVD 87 Minuten. Hat als Extras Filmografien dabei. Eine Trailershow, DVD-Version, 20-seitiges Booklet mit Text von Nando Rohner und Kevin Zinder. Ja, sehr cool. Und wir machen einfach mal das schöne Mediabook wieder auf und gucken das nochmal genauer an. Da müssen wir die Folie wieder abmachen. So. Hudi. Ja, hier nochmal eben das Cover-A-Motiv. Und ich hole gleich mal die Kamera wieder her, die andere. Und hier geht es dann weiter eben mit Deathwish 3 in diesem auch sehr schönen Mediabook, wie ich finde. Hier eben wieder das Blu-ray-Logo, Limited, Collector's Edition und das NSM-Logo. Mit ebenfalls dem Kinoplakat, wo es auch schon auf DVD gab. Und hier eben jetzt dann die Blu-ray-Disc, wie man hier sieht. Und ein brennendes Haus, sehr krass. Und hier Charles Bronson Deathwish 3. In einem sehr düsteren Look. Und hier eben wieder, mach es nochmals, Charlie, ein Blick auf Deathwish 3, der letzte Akt. Also wirklich, auch dieser Film, wie gesagt, ist wirklich geil. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich bin jetzt auch wirklich froh, alle Deathwish-Teile in meiner Sammlung zu haben. Ich hatte es alle mal auf DVD, aber die haben es alle langsam verkauft. Und deswegen mussten jetzt einfach bloß noch die noch hier herhalten. Ja, richtig cool, hier wie er eben fotografiert wird von der Polizei. Und hier die Entstehung von Deathwish 3 mit vielen Bildern und natürlich auch viel Text. Sehr stark, sehr stark. Und hier nochmal Charles Bronson. Und hier etwas dunkel gehalten, eben hier Deathwish 3. Und hier ein sehr gelbe Blu-ray DVD, wenn ihr hier seht, auch sehr cool. Und die machen wir auch mal raus. Und dann gibt es ein Gesamtbild, wie es hier so ausschaut. Sehr stark. Ja, und dann das Backmotiv. Hier eben Deathwish 3, der Rächer von New York. Mit Inhaltsangabe, wo es da geht. Könnt ihr gerne mal durchlesen. Und hier wird die technischen Daten und die Limitierungsnummer 888. Und meine Nummer ist die 8 und 6. Haben wir noch Glück gehabt, ne? Ja. Gut, und dann gehen wir wieder zur großen Kamera über. Die sieht dann nochmal hier aus. Und ich kann nur sagen, richtig geiles Mediabook auch. Fällt mir richtig gut. Und es geht weiter mit den Filmteilen. Juhu! So, dann müssen wir den Platz schaffen, denn es geht hier gleich weiter. Und zwar mit dem hier. So. Eben hier ist Deathwish 4. Das Weiße im Auge nennt sich der vierte Teil, auch sehr cool. Und da muss ich auch sagen, langsam werden die Filme wieder ein wenig schwächer. Wie gesagt, der dritte war für mich wirklich der Höhepunkt von der Deathwish-Reihe. Aber ihr wisst ja, das liebe vorhin mal 82, muss natürlich alles komplett haben. Deswegen müssen auch 4 und 5 auch noch her. Ist völlig logisch.
Und ebenfalls hier das Cover A-Motiv ist limitiert auf 888 Stück. Und Cover B ist auf 777 Stück limitiert und Cover C auf 888 ebenfalls. Und eben, aber wie gesagt, mir gefällt einfach die Kinoplakate einfach am besten. Ja, auch hier, der Film geht auf Blu-ray 100 Minuten, auf DVD 96 Minuten und wie auch schon bei den Extras hier, Trailer zu Death Wish 2, warum auch immer Death Wish 2, eigentlich ist ja Death Wish 4 drin. Filmografien, Bildergalerien, DVD-Version, zweiseitiges Booklet mit Text von Nando Rohner und Kevin Zinder. Ja, und wir machen das Metafuck wieder auf und dann schauen wir uns mal genauer an. Also die Folie ist aber ganz schön fest eingeschweißt. Jetzt haben wir es aber gegen mich, keine Chance. Ja. Und ich hole die andere Kamera wieder mit her. Tada! Und jetzt sehen wir hier wieder dann das Cover-A-Motiv. Richtig cool. Fällt mir sehr gut. Auch hier wieder kein Glanz drin, aber das ist völlig logisch. Es ist ja auch NSM. Finde ich sehr schön. Hier Death Wish 4, das Weiße im Auge mit hier oben das NSM-Logo und MGM und das Blu-ray-Disc-Logo. Und wir machen wieder das Mediabook auf. Und es läuft uns hier eben dann wieder die DVD, die Blu-ray-Version entgegen, die so ausschaut mit einem Halbkreis von Blu-ray-Disc. Und hier dann eben wieder ein zusammenhängendes Hintergrundbild. Hier im Bronzen Death Wish 4, das Weiße im Auge. Und wieder hier Ideensuche, ein Blick auf Death Wish 4, The Crackdown auf Englisch. Auch hier wird die Seiten sind extrem stabil, sehr reißfest, wirklich sehr schön gemacht. Wieder mit Bildern vom Film, ist natürlich klar. Und natürlich auch ganz viel Hintergrundinformationen über den Film. Neue Ideen, wie hier steht. Und dann blättern wir hier mal ein wenig durch. Death Wish, The Crackdown, Canon, das Kultstudio hinter den Death Wish 4. Und richtig klasse, wie ich finde, richtig klasse. Und jetzt haben wir hier dann noch die letzte Seite mit Death Wish 4, The Crackdown und hier eben noch dann die DVD-Version. Ich mache mal das Teil raus und dann sehen wir hier wieder ein Hintergrundmotiv, was wieder perfekt zusammenpasst, richtig stark. Und die letzte Seite, eben zumindest die Rückseite, eben hier nochmal Inhaltsangabe vom Film, hier technische Details und wieder, wie gesagt, limitiert auf Cover A auf 888 Stück und Nummer 337 habe ich. Ja, wir gehen zurück auf die große Kamera, nehme ich hier hin und ebenfalls auch sehr cool, sehr cool. Und es geht dann gleich weiter mit Cover 5, mit Death Wish 5. Ja, wo haben wir hier noch den Platz? Ich habe keinen Platz mehr, Alter Schwede. So, auch hier tausendmal eingewickelt in der schönen Folie. Wahnsinn, wie bei Albert ist wirklich verrückt, so viel Filmmaterial mehr zu geben. So, und jetzt hier eben der letzte Teil, Death Wish 5, ohne weiteren Untertitel noch, auch sehr cool. Und ebenfalls hier, der Film geht 96 Minuten auf Blu-ray und 92 Minuten auf DVD. Ist die Cover A-Variante wieder. Cover B ist, sieht so aus. Ist limitiert auf 777 Stück. Und Cover C ist limitiert auf 888 Stück. Aber wie gesagt, mir gefällt wieder hier eigentlich das wieder am besten. Habe wieder allerdings an Specials dabei. Genauso wie beim vierten Teil Trailer zu Death Wish 2. Warum auch immer, Filmografien, Bildergalerien, DVD-Version, 20-seitiges Booklet mit Text von Nando Rohner und Kevin Zinder. Ja, und, ja, machen wir einfach gleich wieder auf, denn das Video geht schon etwas länger, wie ich es wieder feststelle, aber es sind auch wirklich viele Editionen, die ich zeigen werde. Ne? Und zwar nicht nur immer dasselbe, sondern wirklich mal verschiedene. Und ich hole die kleine Kamera wieder her. Achtung, los geht's. Whoop. Und dann haben wir hier wieder eben Death Wish 4, 5. Eben hier mit Charles Bronson, wirklich schon gealtert, wie man ja sieht. Und oben drauf eben nochmal Charles Bronson steht hier, Death Wish 5 und wie immer auch Blu-ray Disc Limited Collector Edition und NSM Logo. Und wir schlagen hier mal auf und hier haben wir dann hier die Blu-ray Disc und hier dann Charles Bronson, Death Wish, The Face of Death und schaut auch sehr stark aus und wir blättern hier mal durch. Ein letztes Mal, ein Blick auf Death Wish 5, The Face of Death.
Richtig cool, richtig cool. Viel Hintergrundinformationen über den Film, wie immer, wie man es auch eben von NSM auch kennt. Dann Death Wish 5, The Face of Death. Paul Cassidy und die Frauen, eine tödliche Kombination. Ja, und natürlich auch einige verstörende Bilder wieder. Ich muss aber gestehen, diesen Film habe ich, glaube ich, nur einziges Mal, glaube ich, jetzt gesehen. Und hier ebenfalls ein dunkles Motiv hier, Death Wish 5. Und hier in die DVD-Version. Ich mache wieder die Blu-ray, die DVD raus. Und ebenfalls wie hier, warum jetzt wieder unscharf, jetzt kommt wieder, hier eben wieder ein Gesamtbild. Und hier nochmal eine Inhaltsangabe von dem Film. Sehr cool. Mit einigen Bildern vom Film und hier natürlich die Informationen. Hier Cover A, limitiert auf 888 Stück und ich habe die Nummer 307. Und wir gehen wieder zurück zur großen Kamera. Tada! Und ja, damit sind wir jetzt am Schluss von diesen schönen Mediabooks von Death Wish. Und ich werde jetzt mal alle euch nochmal zeigen, hier im Schnelldurchlauf, die ganzen Blu-rays liegen mal auf Seiten. Dann haben wir hier noch Death Wish 3 und Death Wish 2. Und wirklich cool, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich finde sie einfach alle nur geil. Und ich bin jetzt auch froh, die auch endlich bekommen zu haben. Und hier noch dann das Hässliche, zumindest das Schöne von Studio Channel, was mir echt überhaupt nicht gefällt, was auch gar nicht dazu passt. Aber naja, kann man halt nichts machen, ist nun mal so. Aber jetzt ist auf jeden Fall die komplette Reihe komplett. Natürlich, wenn NSM noch den ersten Teil noch in dieser Version rausbringt, kommt natürlich auch noch hin, dann kommt dann das Weiße weg, ist völlig logisch. Aber mal gucken, denn das ist ja von Studio Channel. Und die anderen Teile sind ja von MGM. Und ich denke mal, das schaut eher schlecht aus. Ja, das war's von mir, von dieser langen Vorstellung von Death Wish. Ein Mann sieht rot ohne ein, der Mann ohne Gnade. Richtig geile Filme, kann ich allen nur empfehlen. Wer die kaufen möchte, noch schaut beim Megastore Palast vorbei. Die habe ich von ihm gekauft. Und schreibt ihn an, nervt ihn und dann tut es euch gerne euch auch bestellen. Ja, das war's von mir, von meiner Vorstellung von Death Wish, der kompletten Filmreihe. Und bis zum nächsten Mal, euer Feuersen80. Tschüss. Beep.